So, da sind wir mal wieder zu einer weiteren Folge im Minecraft Sky. Heute ganz alleine. Hallo, wieso kann ich Tab drücken, obwohl ich ein Singleplayer bin? Geil. So, ich hatte heute vor, noch ein bisschen Ressourcen zu sammeln. Und, was ich natürlich außerhalb der Aufnahme mache, bisschen die Welt einmal auf den Server zu ziehen. Denn der Knusperkeks hat gesagt, er möchte gerne mitspielen. Und der ShadowGaming.de möchte auch gerne weiterspielen. Und weil jetzt ziehe ich die einfach drauf. Jetzt meine Hacke kaputt. Ach gut, sie hält noch. Okay, jetzt ist sie kaputt. Hier habe ich Steine, ja, dann crafte ich mir jetzt einfach mal eine Dingsbums-Hacke. So. Ja, und ich hatte halt auch auf Twitter ein paar Fragen gestellt, also ob ihr mir ein paar Fragen stellen könnt. Und dann würde ich mal sagen, ich guck mal kurz, Internet da bist du. Und zwar der Moment, wo steht's? Der Truten TV fragt. Atlas.de, Hashtag Shachomi, wie bist du auf deinen Namen gekommen? Ja, das ist eine sehr ganz interessante Frage. Und zwar, ich habe mal halt die Quack-Version von Minecraft gespielt. Das glaube ich jeder mal. Und die habe ich halt ein Vierteljahr, glaube ich, gespielt. Ja, noch ein Vierteljahr. Davor habe ich irgendwelche anderen sinnlose Spiele gespielt. Und dann habe ich mir halt letztes Jahr im Februar Minecraft gekauft. Ich so. Und zwar ein Freund hat mir das halt gezeigt und so. Und also das mit Online-Spielen. Ich habe halt immer im Creative gebaut. Und da war ich einfach mega schlecht in PvP. Aber ich habe mich verkämpft und habe fast eine Runde gewonnen. Das finde ich sehr, sehr nice. Obwohl ich halt anfing, aber. So, da muss ich mich kurz muten, weil. Schön Hals. Nehmen Sie mich ganz, ganz früh am Morgen. Ich habe es kurz vor 6. Die Lina. Und. Ich bin noch ein bisschen ganz müde. Weil ich gestern auch erst um 23 Uhr ins Bett gegangen bin, weil ich das halt gemacht habe, damit ich das noch uploaden kann, ne? So. Also, erstmal Frage beenden. Ja, und zwar, ich habe halt eine ganz, ganz riesige Map gebaut. Dann habe ich halt die Ideen-Expo und so gebaut und ja, dann kommen wir jetzt zur Ideen-Expo. Und zwar, die Ideen-Expo in Hannover liegt ja in Laatzen. Und ich war da halt und ich so, Latzen? Hä, das klingt doch voll cool. Da kann man doch dann. Dann habe ich überlegt, dann habe ich erst Latz oder so. Und dann hatte ich irgendwann, habe ich halt so oft rumprobiert. Dafür habe ich, glaube ich, 2 Tage, nee, nicht mal 2 Stunden gebraucht. Und dann kam ich irgendwann auf Latze und habe einfach nur HD hintergetragen. Ja. So war das. Okay, ich mache jetzt hier auch nichts Kreatives, stelle ich gerade fest. Dann überlege ich mal kurz, wo ich bauen könnte. Da ist schon so viel. Also in die Richtung. Hier wollte ich ja erstmal, aber jetzt hat die Shadowplay. Shadow Gaming. Also hier, ich weiß immer noch nicht, wem das was gehört. Sieht aber cool aus. Hier soll der Wochenmarkt hin und ich glaube, ich baue jetzt einfach den Wochenmarkt. Da ist ein Command-Block, was steht denn da drin? Oh, schade, kann ich nicht öffnen. So, dann kommen wir zur zweiten Frage. Und zwar hat CaptoHD geschrieben, Hashtag Travelme, AdLatzerD, wieso hast du mit YouTube angefangen? Ja, das ist eine ganz spannende Frage, weil im Dezember, also im November 2014 haben wir ja
haben wir ein Varo geplant, so außer Klasse. Und da meinte halt der Tutan, wäre es doch nicht besser, wenn jeder aufnehmen würde, weil so könnte man halt sehen, dass, man halt, wo man ist und so ist es halt leichter. Haben wir gemacht. Ich hatte zwei Folgen hochgeladen. Die eine Folge war 3 Stunden released und schon ne Projekt abgebrochen. Musste die Folge sofort wieder rausnehmen. Und das hat einfach 5 Stunden gedauert hochzuladen. Also jetzt wirklich 5 Stunden. Weil ich habe halt nur 2K Internetleitung. Und für dieses Video, was fast 300 Megabyte groß ist, lade ich schon fast 2,5 Stunden hoch. Fast 180 Minuten. So. Ja. Ich hoffe, deine Frage ist damit beantwortet, Kapto. So. Und zwar, gestern habe ich gesehen, hat... Ich weiß nicht mehr, wie ihre hieß, aber ich habe halt gestern Abend eigentlich halt noch Fernsehen geguckt. Und da habe ich halt gesehen, ich habe halt so auf dem Handy den Gomme-Stream geguckt. Ja, und... Ja, komm, wir machen Fight, ne? So, erstmal will ich hier auch die Plattform ausleuchten. Das geht ja gar nicht. Und da hat irgendjemand... Ich weiß nicht mehr, wer es war. Aber hier irgendwo noch... Habe ich hier nicht irgendwo mal wieder was reingeräumt? Ich lasse nur hören, ne? Nice. Und zwar, irgendjemand hat gefragt, ich kenne nicht mehr den Namen, wann kommt das Minecraft Bucket Block in Programmieren? Ja, wie ihr vielleicht wisst, steht das ja in der Kanalbeschreibung. Und ja, und da, das hatte ich halt vor. Oh ja, ich kann Knochen mehr machen und Weizen hinten. Ja. Und ich kann nicht mehr sprinten. Und ja, das wird jetzt so im Juni anfangen, das Projekt. Und zwar, da werden wir halt ein Plugin. Also ich kann schon mal genau sagen, was wir programmieren werden. Also wir werden ein Plugin programmieren, womit man halt immer mit zum Beispiel / Lazo HD einfach, keine Ahnung, irgendein Test, so eine Message kommt, und wenn man dahinter noch Lazo HD und noch irgendwas schreibt, dann kommt wieder so eine Message, kommt halt, kann man halt sich unsichtbar machen oder so. Halt, das wird so ein kleines Tool-Plugin. Und ja, das werden wir programmieren. Das habe ich so, ich glaube, ich habe mir das mal durchgerechnet, wie viele Parts das wären. Ich glaube, das waren 25 Parts. Oh, Junge, wo kommt denn das her? Tutan, wieso leuchtest du nicht aus? Junge. Wie viele Minuten sind das? War 8. Okay. So. Wir haben nichts in dieser Folge geschafft, außer ein paar Fragen beantwortet. Ich farm jetzt noch die letzten 2 Minuten schnell Steine. Oder haben wir hier noch was drin? Nee. Oh, ich habe ihn noch gesehen. Falls mich jetzt irgendjemand holen will. Okay, doch nicht. Ist nicht effizient. So, jetzt bin ich auch still. Weil ich auch nochmal ansprechen wollte, das Lazo Pack kommt auch demnächst raus. Alter, wieso sind hier überall Monster? Okay, hier ist nicht ausgeleuchtet. Das verstehe ich. Das tue ich jetzt auch mal. So, dann mache ich mir mal Holzkohle. Das ist ja der einzige Stoff,
den wir machen können. Dafür brauchen wir aber natürlich ganze Baumstämme. Ja, und falls ihr Bock und Interesse an Sky habt, schreibt einfach in den Kommentaren und dann habt ihr die Chance da weiter. Chance da weiter rein. Scheiße. Ups, scheiße. Ich habe normalerweise immer meine Items auf V und das ist jetzt voll ungewohnt, jetzt nach oben zu greifen. Weil ich halt in PvP-Situation sofort V drücke, weil ich da immer mein Schwert habe. Und auf C, das ist Bogen. Und ja. Dann stelle ich mich jetzt ins Haus. Fange hier an zu braten. Und dann würde ich sagen, das wär's für diese Folge Minecraft Sky. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir wahrscheinlich mit irgendjemandem anders aufnehmen. Zum Beispiel mit dem Knusperkeks LP. Nein, er ist nur Knusperkeks. Also, wir sehen uns dann. Ciao, Leute.